Hallo Freunde, die Serie Meine schönsten Gitarren geht mit dieser Folge weiter. Und zwar stelle ich heute eine Squier Telecaster vor, eine Classic Vibe, eine Tochterfirma von der Original-Dings-Firma Fender aus USA. Diese Gitarre wurde in China hergestellt. Und hat eine hervorragende Qualität, eine Fender Telecaster, eine der, ich möchte schon fast sagen, archaischen E-Gitarrenmodelle. Es gibt die Stratocaster, es gibt die Les Paul von der Firma Gibson, also die Stratocaster von der Firma Fender, dann gibt es die Gretsch mit Bixby Tremolo, was gibt es noch alles, also die berühmte Gibson ES335 und dann die berühmte ES175, aber die Fender Telecaster und diese Kopie von der Firma, also von der Tochterfirma von Fender, Squier, die gehört eben auch dazu. Die Telecaster wird verwendet in unterschiedlichsten Genres, Rock, man denke an Status Quo, aber auch so etwas härtere Sachen mit mehr Speed, sagen wir mal, so von Richie Kotzen. Und ich glaube, der von Linkin Park und von Limp Bizkit. Also die Fender Telecaster findet man überall und natürlich insbesondere im Country-Genre, also im Country-Stil. Beim Rock wird natürlich verzerrt gespielt. Und da besticht die Gitarre im Rock natürlich durch diese brillante, die durchsetzungsfähige Präsenz. Na, hört man schön. Und für die softeren Sachen kann man den vorderen Pickup einschalten. Man hat hier einen Dreiwegschalter. Einen Dreiwegschalter, der jetzt in dieser Position beide Pickups durchlässt und so ist der vordere Neck-Pickup, also der Hals-Pickup und so der Bridge-Pickup aktiviert. Die Bridges, das sind so Bars, nennen die sich, kleine Bars, also kleine quergestellte Messing-Reiter, ne? Die Seitenreiter, sagt man ja auf Deutsch, auf Englisch Bridges. Ich habe die selbst behandelt, das sieht man vielleicht ganz genau, die sind nämlich kompensiert, habe ich selbst gemacht. Das lässt sich relativ einfach machen, man muss da nur mit der Feile halt, ja, ihr seht es vielleicht selber auf dem Bild, der eine oder andere unter euch wird vielleicht diese Bastelfähigkeiten besitzen und der kann sich das dann selber so nach dem Bild hier feilen. Okay, es sind Single Coils Pickups, das bedeutet, dass eben nur eine Spule und dementsprechend störanfällig. Ja, schönes Brummen, aber es gibt so einen Spruch, wenn es nicht brummt, dann klingt es scheiße. So wird das Brummen eliminiert durch die Aktivierung der beiden Pickups und ist somit vergleichbar mit einem Humbucker, mit einer Humbucker-Schaltung. Hum heißt der Brummen und Humbucker diese Brummunterdrückung. Die Saiten gehen durch den Korpus hindurch, der übrigens auch aus Kiefernholz besteht. Sehr schön auch diese transparente Lackierung. Transparent, massives Holz, sieht man jetzt so auf dem Video nicht so gut. Straplocks, ne? Und die werden durch den Korpus durchgeführt und hier schön mit wirklich sauber verarbeiteten Buchsen, die also nicht überstehen oder sowas, durch den Korpus geführt. Und hier die Platte, da steht auch nochmal drauf Squier by Fender. Hier der Hals, wo dieser Stahlstab eingelegt wurde
Und dann wurde der Hals verschlossen mit einer, was ist denn das, Palisander, ein Palisanderholzstreifen. Da hinten die Mechaniken, Vintage-Style, funktionieren recht gut. Sattel auch gut eingeschliffen, allerdings auf 0,9er Seiten und ich benutze 10er. Deswegen beim Stimmen, da klickt es manchmal, was mich nervt. Und ich habe mir auch schon vorgenommen, dass ich die Sattelkerben ausfeile, aber ne, man muss halt den Arsch hochkriegen. Schön verarbeitet, auch von der Lackierung her. Schön, so sieht aus, wie wenn es schon Jahrzehnte alt wäre, von der Sonne ausgebleicht. Das normalerweise helle Holz wurde durch diese Lackierung eben quasi gealtert. Na, da oben steht es nochmal drauf: Telecaster. Der Begriff ist übrigens rechtlich geschützt. Und da oben auch noch die Truss Rod. Öffnung, auch mit einem Palisanderholz, schön, wie sagt man da, na, verziert kann man jetzt nicht sagen, also die Mündung verstärkt, ach, ich sag mal verziert, ne? Buntstäbe, nur habt die Gitarre ja schon einige Jahre und da sind schon einige Kerben drin, Druckstellen und so, was aber nicht die Bespielbarkeit vermindert, sondern ganz im Gegenteil, es ist ungefähr so, wie wenn man die Bünde abrichtet, so verhält sich das, wenn die Gitarre gut eingespielt ist. Also Schlagbrett, schwarz, hier Potties, einen für die Lautstärke, so quasi Master Potty, hier der für den Ton. Übrigens, Orange Drops sind da drin. Hört man schön. Also, ich glaube, das war's für heute. Ne? Squier, Telecaster. Ich spiele noch etwas verzerrt und dann noch etwas unverzerrt. Hoffe, dass ich ein bisschen countrymäßig was demonstrieren kann. Jo, also. Tonpo zu, Orange Drops. Vordere Pickup, auch mit dem Tonpo zu. Schön, aber es sitzt auch direkt neben dem Verstärker. Also machen wir ein bisschen lauter, dass man das Unverzerrte auch gut hört. Manche Gitarristen verwenden die Telecaster auch für Jazz. Zum Beispiel Bill Frisell hat. Dann die Mittelstellung, also. Thank you.
ins Funky rein. Nee, jetzt hör mal auf. Also, es ist ja eigentlich eine Country-Gitarre, da wird nicht Funky drauf gespielt, obwohl der von Earth, Wind and Fire, der hat auch eine Telecaster gehabt. Wie geht denn das? Do you remember September? Tschüss.